Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich sehe, dass die Kamera etwas schräg ist, aber die alte Stimmlage ist zurück. Das Bild sieht wieder besser aus und die Ramontik wurde gewährleistet dadurch, dass der Greenscreen wieder am Start ist. Ja, also was kann man hier mehr verlangen? Außerdem haben wir einen Ramontik Plus Träger mit dabei und zwar den guten Latte Macchiata. Ne, den Leder Macchiata. Ja, Patch Notes sind da, meine Freunde. Patch Notes 9.6 sind tatsächlich viele Sachen drin, die wir schon besprochen haben, aber auch einige sehr interessante neue Dinge. Ja, gerade was die Ranks aktuell angehen, die kommen zum Schluss. Aber ich würde sagen, wir lassen uns nicht lange lumpen. Wir gehen direkt ran und schauen, was passiert. Als nächstes, beziehungsweise als erstes haben wir Kayle. Kayle ist neu, beziehungsweise gereworked worden. Und dafür, dass die Leute sie gerade erst lernen, ist sie ziemlich gut im Game. Allerdings hat sie ein Problem, und zwar ist das ihr Attack Speed. Beziehungsweise sie hat so viel Attack Speed, dass sich ihr W und ihr E richtig awkward anfühlen. Ja, ihr kennt das von Jinx. Ihr ballert so schnell mit eurem MG, dass quasi, wenn du dann eine W zwischendrückst, das einfach 20 Autotex kostet. Ja, und deswegen haben sie es ja bei Jinx angepasst. Und so wird das jetzt auch bei Kayle gemacht. Das bedeutet, dass das Starfire Blade hat dich für 0,25 Sekunden Castzeit nicht mehr angreifen lassen quasi. Das ist jetzt immer mit dem Attack Speed von Kayle. Das heißt, so, wenn du schneller angreifst, wird auch die E schneller gecastet. Bei der W ist das ähnlich. Das heißt, dieses hat dich erstmal für eine Sekunde disarmed, gemutet. Das heißt, du konntest nicht angreifen, komplett GG. Das ist entfernt worden. Und es ist nicht ein Speed-Up nach 0,25 Sekunden, sondern sofort. Dafür ist der Spell allerdings etwas schwächer. Und weil diese Sachen hier gebufft worden sind, sagt man sich, okay, ja, wir müssen das ja in Balance halten, nerft man jetzt tatsächlich diesen Spell, beziehungsweise nicht den Spell, sondern die Base-Stats. Das heißt, ihr bekommt weniger Attack-Damage per Level und weniger Attack-Speed per Level. Und ja, das tut schon weh, aber ich denke, das ist alles ziemlich im Rahmen und gerade diese beiden Sachen werden ihr definitiv helfen. Nico bekommt mehr Attack Speed dazu, das ist auf jeden Fall ganz nett. Vor allem, weil in letzter Zeit ja viele Nico auf Attack Speed spielen, ja, das heißt on hit. Und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass man es tatsächlich jetzt sogar noch bufft. Aber alle von euch, die das tatsächlich machen, gerne. Orn ist Müll, ja, da sind wir uns glaube ich einig. Orn wurde ja mal gereworked. Und ich meine, mag irgendjemand Orn? Also klar mag man Orn, aber also gegen Orn zu spielen ist so, dieser Champ ist unsterblich einfach. Ja, der kauft sich Iceborne, Sunfire oder was weiß ich, der ist unsterblich. Ja, und jetzt wurde er dann gereworked, ist super scheiße gewesen und jetzt ist er bei 46-45% Winrate, wird wieder ein bisschen gebufft. Ja, das heißt, sein E, ja hier steht, during E, also sobald ihr die E castet, fällt sein komischer Stein nicht mehr weg. Oh, hier ist das, hier unten. Genau. Wenn er seine E castet, dann wird der Q nicht mehr, der fällt nicht in sich zusammen. Das haben die schon mal gemacht. Anscheinend, ne, hier steht es auch quasi for real this time. Ja, das war schon mal in irgendeinem Patch, daran kann ich mich erinnern. Diesmal also wirklich, ja. Das ist ja schon mal cool. Außerdem kann man keine Sachen upgraden. Can no longer upgrade items during E. Ja, ich meine, es macht Sinn, dass man keine Sachen bauen kann, während man mit dem Kopf irgendwo durch die Wand. Ich meine, das würde insane cool aussehen. Stell euch mal vor, er geht mit dem Kopf durch die Wand und hämmert gleichzeitig irgendwo auf dem Item rum. Nicht schlecht. Die W hat ein bisschen weniger Cooldown. Ne? Das ist ganz okay alles, aber das wird by far nicht genug sein. Also das ist viel zu wenig. Also da muss ich fair sein, viel zu wenig. Urgot, ja, hatten wir ja schon in den PBE-Patch-Notes, kriegt ein Mini-Rework tatsächlich, er bekommt mehr Mana dazu, beziehungsweise, sagen wir es erstmal so, Urgot wurde genervt und seitdem ist seine Winrate komplett im Keller. Er war bei 50% irgendwo und ist dann auf 45% runter, also komplett tot, also. Seine Passive ist jetzt, dass sie nicht mehr reduzierten Schaden gemacht hat, das waren vorher 10% und konnte zu dreimal stacken. Das heißt, wenn ihr dreimal mit dem Knie auf jemanden geballert habt, habt ihr mit dem nächsten Knie 30% weniger Damage gemacht, oder beziehungsweise mit jedem Knie. Das ist jetzt komplett entfernt, das heißt, das ist ziemlich stark. Außerdem ist seine W, dass sie jetzt kein Shield mehr gibt, das Shield ist nämlich in seiner E drin. Aber es kostet auf Stufe 5 0 Mana, hat 0 Sekunden Cooldown und macht noch 50% reduzierten On-Hit-Damage. Ja, wie schon erwähnt, ist das Schild jetzt in dem E-Scaled, außerdem jetzt mit der Bonus-Attack-Damage und Bonus-Health. Okay, das haben die, glaube ich, neu reingepackt. Ich dachte, das wäre nur Bonus-Attack-Damage. Das wird ja ein gigantonisches Gigaschild. Holy shit. Ne, 1,5 Bonus-Attack, alter Heilige. Ach du Heilige. Damage, ebenfalls jetzt Bonus-Attack-Damage und etwas schwächer, beziehungsweise vorher ist es
plus 40 immer hochgegangen, jetzt nur noch plus 30. Cooldown auf 14 insgesamt und Mana-Kosten scalend hoch. Dann haben wir noch die Ultimate mit mehr Range, deutlich mehr Range, hat etwas längere Castzeit, dadurch kannst du es ein bisschen besser dodgen. Muss man natürlich auch sagen, wenn du es weiter schießt, kann man es auch besser dodgen, ne? Aber weiterschießen ist immer geiler. Und auch der Damage wurde hier grundsätzlich angehoben, allerdings nur der Base-Stat. Und auch nur, ja, ich weiß nicht, eigentlich wurde er insgesamt genervt, weil es jetzt Bonus-Attack-Damage ist und vorher war es Total-Attack-Damage. Ja, was mir hierzu eingefallen ist, ist, grundsätzlich hat man immer die Wege Max auf Urgot. Das war ziemlich cool und das könnte jetzt auch cool sein, weil es 0 Mana kostet und 0 Sekunden Cooldown hat. Problem hierbei ist natürlich, es gibt kein Schild mehr und der Schild ist jetzt im E drin. Deswegen frage ich mich, so viel bringt die Wege gar nicht mehr. Klar, du böllerst auf den Gegner ein und läufst wie eine Krabbe. Ist cool, aber das war's auch schon wieder. Und deswegen glaube ich, dass man jetzt Urgot die E-Maxt. Hier bekommst du zwar nur 20 Schild dazu, ist jetzt nicht so viel, aber du bekommst ebenfalls 30 Damage dazu. Und ja, das war's eigentlich schon, weil der Cooldown bleibt bei 14, was wieder ein Punkt dafür wäre, das nicht zu maxen. Aber ja, ich meine, man könnte auch die Q maxen. Ich glaube, die W zu maxen, schwierig. Vielleicht gibt's auch irgendwie so ein On-Hit-Item, wenn du direkt Early eins baust und dann auf 0 Sekunden Cooldown damit rumballerst. Vielleicht ist das hin, Bro. Ne? Mal sehen. Dann haben wir Caitlyn. Caitlyn wird gebufft, macht mehr Schaden, ist auf jeden Fall cool. Auch der gute Nah hat jetzt weniger Cooldown auf seiner W, auf den Draufsmashen, das heißt nur in seiner Mega-Nah-Form. 7 Sekunden ist ziemlich stark. Das Hecarim-Q macht jetzt 10% zusätzlichen Schaden für jeden Stack. Das finde ich ziemlich scheiße. Ich wurde nämlich die letzten paar Male von Hecarims komplett gesmashed in League. Und er wird jetzt noch besser. Ne? Das sind, ich glaube, er kann jetzt 2 Stacks aufbauen oder 3. Ne? 20, 30% Damage. Ivan. Was ist das? Was soll ein Ivan sein? Was ist ein Ivan, bitte? Er macht jetzt, ja, finde ich trotzdem gut den Buff. Er kann jetzt schneller angreifen mit seinem Fernattack, wenn er in dem Busch ist. Ja, vorher war das immer so ein bisschen, dass er da warten musste, sondern es war echt kacke. Jace wird genervt, weniger HP per Level und so weiter, weniger HP-Regeneration. Das wird alles runter reduziert. Dann haben wir LeBlanc. Die macht jetzt 0,1%, also nee, stopp, 10% Punkte weniger AP-Scaling, das heißt insgesamt 20%, da sie ja jetzt, ja, das ist ja Q auf der ersten Instanz und beim Auslösen jeweils, weißt also, ja, ich meine 0,3, schwierig, 0,6, selbst 0,6, das müsst ihr euch mal vorstellen, 0,6 ist super bad, Alter, super bad, 0,6 ist super bad, darauf erstmal ein Leder Makeda. Nautilus wird gebufft, das heißt mehr Armor und weniger Cooldown auf seiner Passive. Ist cool, ist vor allem auf Support, könnte ich mir vorstellen. Alle, die Support Nautilus spielen, da ist es richtig geil. Aber auch im Jungle könnte es nett sein. Rek'Sai wird etwas genervt, das heißt mehr Cooldown auf der Ultimate, weniger Attack Damage Scaling, also deutlich weniger, das tut definitiv weh. Shen wird gebufft, er macht mehr On-Hit Damage, das ist definitiv cool. Das sind 10 On-Hit Damage auf der Q pro Schlag, er kann ja 3 Schläge machen, das sind 30 Damage, also im Early Game sind es 15. Silas wird genervt, das sind alles Sachen, die wir schon hatten, die, deswegen überfliege ich sie etwas schneller, aber bedeutet weniger Scaling auf dem Heal und ebenfalls insgesamt einfach weniger Heal, muss man sagen. Trundle hat jetzt mehr Bonus Attack Speed auf seiner W, aber gerade auch nur im Early Game, beziehungsweise nur, wenn er einen Punkt in der W hat. Das heißt, so bis Stufe 10, ne, ab da maxt er dann ja die W. Xayah wird gebufft, finde ich ziemlich cool, ne? Irgendwann wird aber immer, ne, aktuell wird sehr, sehr oft an Rakan noch rumexperimentiert, jetzt wird Xayah noch ein bisschen gebufft. Irgendwann kommt es wieder zusammen, dass die richtig broken werden, ne? Aber aktuell nicht so. Deswegen absolut okay, dass man hier einen Attack-Speed-Buff draufpackt, statt 50% 80%, das ist gigantonisch. Und Zoe wird genervt, ne? Ich spiele ja gerade auch sehr, sehr gerne Zoe, deswegen tut das schon weh, find's aber absolut fair, 20 Sekunden ist mehr als fair. Denn du brauchst einfach ein Zeitfenster, wo du diesen kleinen Monster-Champion töten kannst. Und deswegen sind 20 Sekunden absolut gerechtfertigt und auch der Slow ist schwächer. Träne. Ja, Ezreal ist gerade einer der stärksten AD-Carries mitunter und deswegen will man Ezreal nerfen. Man wollte jetzt aber Ezreal nicht direkt nerfen, deswegen hat man gesagt, okay, hey, du kannst jetzt nur noch Muramana oder Archangel kaufen. Du kannst nicht mehr beides kaufen. Hier ist natürlich die Frage, klar, jetzt nerft man nur einen sehr speziellen Ezreal-Build, den du nur gehst, wenn du extrem gut im Game bist. Klar, okay, ne? Das heißt, du bist dann nicht mehr extrem, so ganz extrem gut im Game, aber ich denke, es gibt genügend Alternativen zum Seraph's Embrace. Ich habe auch schon mal ein Gunblade hier und da gesehen. Das böllert auch übelst rein. Und ja, ich meine, das nimmt ihm natürlich sehr, sehr viel Tankiness raus. Sind sehr, sehr gute Stats gewesen für ihn. Ist natürlich die Frage,
Klar, er ist, glaube ich, der einzige Champ, der eine Double-Tier baut. Sonst gibt es da wirklich gar keinen. Berserker-Gloves könnt ihr jetzt decken. Keine Ahnung, gibt es da irgendwas, wer das machen sollte? Minion-Dematerialisierer hatte nur noch 3 Charges. Das heißt, ja, die haben jetzt zwar einen etwas stärkeren Effekt, aber ihr könnt nur noch 3 ja, Monster wegmachen. Eine Kanone, ein Magier und ein Nahkämpfer oder halt eben 3 Kanonen. Und Starting-Cooldown wurde dafür aber etwas reduziert. Ja, ansonsten haben wir noch den Overheal, das ist die letzte Rune, die kommt. Hier ist sie jetzt ein bisschen schwächer im Early Game, da scheißt noch 20% statt 40%. Und dann kommen wir zu weiteren interessanten Änderungen, die neu sind. Ja, neu. Und zwar Bounties. Ja, Bounties ist ein bisschen schwierig aktuell, denn es werden Spieler bestraft, dass sie sehr, sehr gut farmen. Und teilweise hast du, keine Ahnung, du stehst 1-0 und bist 500 Gold wert. Und da denkst du dir einfach, ist jetzt nicht so geil, ne? Klar, ist es fair, dass wenn jemand sehr stark ist, dann muss, ne, es geht nicht immer nur um Kills, es geht auch viel um Farm, aber wenn jemand halt sehr gut im Farm ist, dann sollte man das bestrafen, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, also ja, schon, ne? Nur nicht ganz so krass und deswegen wird es reduziert. Ihr seid jetzt also 50 Gold wert für alle 200 Gold, die ihr mehr habt als der Gegner. Vorher war es für 150 Gold, jetzt für 200, das heißt, ihr seid nicht mehr ganz so schnell so viel Geld wert. Außerdem, was wichtig ist, sollte euer Gegner, ne, ihr seid AFK und der Gegner farmt sich hoch, dann geht euer Geld wieder runter. Ja, vorher, wenn ihr 500 Gold wert wart, dann bleibt ihr 500 Gold. Selbst wenn ihr, keine Ahnung, AFK geht, da bleibt einfach die 500 stehen. Wenn jetzt der Fall ist, dann geht das auch wieder mit der Zeit runter. Ist ganz cool. Außerdem gilt das gleich jetzt auch für Support-Item-Gold. Das heißt, wenn ihr durch ein Support-Item richtig, richtig viel Gold bekommt, dann kann es sein, dass ihr Geld dadurch wert werdet. Ja. Ansonsten geht es weiter mit ja, Ability Proc Consistency. Consistency. Na, das heißt, irgendwie irgendwelche Spells. Ich habe es mir durchgelesen, ich habe es ehrlich gesagt selber nicht ganz so gut verstanden. Das ist irgendwie das Spell. Also, die haben auch gesagt, für die meisten wird sich da eh nichts dran ändern, aber irgendwie funktionieren jetzt Dots und so ein Krempel alles irgendwie besser. Keine Ahnung. Wichtig ist Ranked. Ranked, meine Freunde. Denn ja, die Rankeds werden resettet. Grundsätzlich erstmal, es wird keine Positioning-Ranks geben. Und zwar habe ich hier natürlich auch ein paar Informationen aus dem Internet. Ne, der, ich finde es natürlich schade. Aber, okay, ich sag erstmal, was passiert und dann kann der Rest, der keinen Bock mehr hat, abschalten. Und zwar, grundsätzlich, es wird resettet. Das haben ja die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen. Master, Grandmaster und Challenger, also die meisten von euch, werden auf Master 0 LP reduziert. Diamond 3, 2 und 1 werden jeweils um eine Division runtergepackt. Und hier muss man sagen, die Diamond 4 Spieler trifft es am härtesten. Denn die bekommen, egal wie viel LP sie haben, gehen sie auf 0 LP runter. No matter what. Und da muss man, klar, jetzt könnte man sagen, ja, da ist ein Challenger, 500 LP wird auf 0 LP Master reduziert. Ist das nicht schlimmer? Nein. Um aus Diamond 4 rauszuklimpen, selbst 50 LP sind quasi wie eine halbe Weltumrundung, ne? Oder, ne, bei 100 LP quasi eine ganze Weltumrundung. Das ist so krass da unten. Und dann wirst du, weißt du, du bist richtig froh, wenn du 40 LP hast und jetzt wirst du wieder auf Null runtergeworfen. Ja, okay. Ansonsten war es das soweit. Grundsätzlich für die alle, die sich das interessieren, ne, das ist nur eine kleine Mini-Storytime, ganz, ganz mini, also auch nicht von mir. Der Typ, der das entwickelt hat, ne, die haben das natürlich länger schon entwickelt und ich finde, der hat den Grundgedanken dahinter auch gut. Aber es haben sich sehr, sehr viele Leute über die Positioning Ranks beschwert. Ja. Sie haben gesagt, hey, das ist scheiße, Riot, was macht ihr für einen Scheiß? Und das haben natürlich Leute und da muss man halt sagen, so sind Menschen. Sie wollen halt immer den leichtesten und schnellsten Weg gehen. Sie haben das abused. Sie haben irgendwo, konnte man Fehler in dem System finden und dann gerade, ne, gegen richtig schlechte Gegner matchen oder irgendwie sowas in der Richtung und besser climben im Endeffekt. Und das haben die Leute natürlich abused und dann auch dem Typen immer gesagt. Und der war natürlich, der hat immer mit vollem Geiste da dran rumgearbeitet und versucht, das wirklich jedem recht zu machen. Und ja, dann kam wohl irgendwann auch dieser Dude zu ihm und hat dann gesagt, ja, ne. Oder er, also da kam so ein anderer Dude zu dem Dude, der das entwickelt hat und der war schon so ein bisschen, ja, scheiße, das funktioniert alles nicht und wir werden das jetzt, dann, die Leute wollen kein Positioning Ranked und deswegen werden wir das jetzt auch abbrechen und der andere Dude dann so voll ihm am Aufmuntern so, hey, das ist alles, du hast voll dafür gekämpft, jetzt das letzte ganze Jahr und du hast da voll viel Energie reingesteckt und, ne, und
Es war, also, es ist schon sehr viel Emotion dahinter, hinter dem Ganzen. Ich kann es jetzt leider nicht mehr so gut wiedergeben, es tut mir leid an der Stelle, aber nur damit ihr wisst, ne, die Leute, die das entwickeln, die haben natürlich extrem unendlich viel Arbeit reingesteckt und klar, dann gibt es natürlich viele Leute, die dann sagen, es ist nicht schlimm, dass sie es abusen, weil das ist einfach so, das ist die Natur der Menschheit, aber, ne, das, manchmal muss man vielleicht ein bisschen Verständnis für die Leute haben, die dahinter sind, ja, auch wenn jetzt irgendwelche Buffs und Nerfs kommen, na klar, manchmal ist es ein bisschen verrückt, aber im Prinzip setzen die Leute da ja viel Energie rein und versuchen es irgendwie allen recht zu machen. Meistens, außer wenn Malzer gebufft wird, dann nicht. Ja. Ansonsten, wie gesagt, dieser Reset soll mit dem Patch 9.6 kommen, also genau diesen Patch, das steht hier irgendwo, bevor ihr mich dran festnagelt, hier. We will be partially resetting the top of the ranked ladder when 9.6 releases. Also, so wie das klingt, morgen quasi. Ja, das war's soweit. Ihr könnt mir gerne eure Meinung droppen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.